Schluss aus mit der Pause. Ich denke, wir machen frischfröhlich hier weiter. Zuallererst wäre es mal nicht schlecht, wenn man schlafen gehen könnte. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, ich scheiße dich keiner an, wenn ich mich kurz hinlege. So ja, passt. Alles gut. Schön. Sehr schön. Hat sich keiner beschwert. Das ist fein. So, wir haben im letzten, also gerade vorhin, vor ein paar Minuten, letzten Part, wollte ich schon sagen. Also wir haben vor kurzem jetzt ein paar Quests schon uns aneignen können. Jo. Und die Frau vom Don ist sauer auf uns. Das ist nicht gut. Hallo Rachel. Was zur Hölle willst du denn noch? Um Entschuldigung bitten. Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Oh. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine lang ziehen. Oh. Vielleicht kann ich dir helfen. Wo genau ist das Problem mit in deinem Lager? Nö, ich wasch nur das obere. Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Das ist aber nicht sehr nett. Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf. Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Mhm. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Mhm. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Mhm. Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Mhm, das können wir zuerst noch fragen. Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, töten. Oh. Ah ja, warum frage ich eigentlich? Klar, kurz und schmerzlos, wer einmal gestorben ist, kann nie mehr Schaden anrichten, ne? Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Hm, du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schiefläuft. Scheinbar recht viel. Wegen deines Lagers. Wegen deines Lagers. Ich besorg dir dein Fleisch. Ich besorg dir dein Fleisch. Na endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann... Wer von den Jungs hier ist denn überhaupt ein Anführer? Wer von den Jungs hier ist denn überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Jo. Na Fisch. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Jo, ein Schurke, ein Gauner, Jäger, Bandit, Oskar... Wasserdruck, da können die Leute draus trinken. Nein, Spaß. Na fein. Gut. Ja. Wobei, wir könnten da oben vielleicht noch. Mit den Burschen da oben haben wir eh noch nicht gequatscht. Fleisch besorgen ist auch so eine Sache, können wir gerne machen. Wer bist denn du eigentlich? Jetzt habe ich Depo gelesen statt Beppo. Servus, hallo. Beppo. Stehst du hier in der Gegend rum? Geh Kisten schleppen, aber zack, zack. Eine Menge netter Leute hier im Lager. Mhm. Eine Menge netter Leute hier im Lager. Was soll das heißen? Willst du etwa, dass ich dich beim Don melde? Nein, nichts liegt mir ferner, bitte. Und was ist dir über die Leber gelaufen? Und was ist dir über die Leber gelaufen? Ich brauche die Artefaktkisten, und zwar schnell. Hawkins hätte mit seinen Arbeitern schon längst liefern müssen. Vielleicht hätten wir nicht so einen alten, tattrigen, herzkranken Zausel mit dieser Aufgabe betrauen sollen. Okay. Hawkins ist Anführer der Arbeiter. Hawkins ist Anführer der Arbeiter? Ja, und zwar ein verdammt schlechter. Hoffentlich macht er es nicht mehr lange. Mhm. Wer ist...
Wer ist wir und was machst du hier überhaupt? Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Ich rede von mir und dem Don natürlich, du Spinner. Der Don will, dass die Artefakte aus den Ausgrabungen und alles, was aus Gold ist, bei mir abgeliefert wird. Ah. Das macht dich ziemlich wichtig, was? Hüte deine Zunge, sonst lasse ich dich auspeitschen. Ich habe nichts gesagt. Wobei, so eine Rückenmassage wäre schon mal nicht schlecht, ne? Gottes Willen. Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Artefakte. Artefakte, du dämlicher Kerl. Sag doch schon der Name. Alles, ach so? Was die Arbeiter ausgraben, packen sie in die Kisten. Wir haben schon wahre Kostbarkeiten hier in den Tempelruinen gefunden. Oh. Aber lass dir bloß nicht einfallen, den Goldkram zu klauen. Mhm. Der Don würde dich zur Rechenschaft ziehen. Ja, das fürchte ich krieg auch. Ja schon richtig Angst. Der traut sich was, ne? Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack. Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Jo, wo sind deine... Bitte was? Wo sind deine Scheißkisten? Wo sind deine Scheißkisten? Die stehen bei den Ausgrabungsstellen. Die Arbeiter da sollen sie hierher liefern. Mhm. Eine Schande, dass das nicht schon lange passiert ist. Okay. Jo. Ja, rauer, scharfer Ton und Umgangsart hier. Also, dürfen wir das Bier hier nehmen? Tatsächlich. Ja, bei diesen rauen Umgangstönen kann man sich gleich mal einen ansaufen. Jo. Na, großartig. Und wo sind wir hier jetzt? Ah, da ist noch ein Pflänzelein. Hm? Da quatscht jemand. Aha. Mhm. Aha. Okay. Da haben wir noch ein paar Leute. Oh, und ein Pilz. Mhm. Mana-Pilz und Beere. Supi. Schaufel. Dürfen wir das nehmen? Eine Spitzhacke. Und noch eine Schaufel. Wir dürfen das nehmen. Und ein Bierli. Ja. Einfache Truhe. Wenn ich die jetzt aufmache, gibt es sich aufs Maul. Handlanger. Dwight. Hallo. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Schaut so aus, ja. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Mhm. Das heißt, sie müssen dann Hawkins eine aufs Maul hauen, ne? Oder wie? Handlanger. Noch ein Handlanger. Ich glaube, noch ein Handlanger. Ja. Das ist ja schon mal ganz interessant, ne? Eine Mana-Pflanze. Craig. Dieser Hawkins ist auch ein komischer Kauz, ne? Ah, und da haben wir ihn auch schon. Da haben wir ihn ja auch schon. Servus, du Suffkopf. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schuft ich mir hier den Arsch ab. Ah ja. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Oh, du arme Sau. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was zwei Beine hat. Ja, aber dann dich auch mit, weil du hast auch zwei Beine. Arbeitet sich hier den Arschwund, ne? Wahrscheinlich beim Sitzen muss er sich mal aufrichten und so. Und bei den Bewegungen wird halt sein Arschwund, oder was? Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter, mhm, und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Mhm. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Wer wirft dir Steine in den Weg? Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder Schlimmerem gefressen. Die Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Okay. Doch nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Oh. Brogar, das Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Aha. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es. Nee, bevor die sich nämlich die Hände schmutzig machen. Ja, ich kann mir schon ausmalen,
wer diese Sache dann erledigen darf. Schlechte Moral unter deinen Leuten. Ja, wundert's wen? Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Super. Naja, mal so nebenbei, ich bräuchte eine bessere Rüstung. Hättest du was für mich? Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Hm. Die ist aber nicht umsonst. Ihr war klar. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Hm. Na gut, wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir nochmal darüber reden. Okay. Ja, und dann werden wir uns mal diesen Broga zur Brust nehmen, ne? Ich werde mal mit Broga darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Broga an. Toll. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten, schön. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Broga bearbeiten könnte. Jo, das ist eine Idee. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Broga bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Super, sehr nett. Du bist ein Weichei. Du bist ein Weichei. Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Broga fähig ist. Ich sehe schon, das hat keinen Zweck. Und wer gehört alles zu deinen Leuten? Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Dann stell nicht so blöde Fragen. Junge, weißt du was? Ich klatsch dich gleich um. Wer zur Hölle macht deine Gruppe wie... Eine Graupe. Was ist eine Graupe? Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Schon gut. Ich dachte, ich frag lieber mal nach. Ja, nehmen wir das Zweite. Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Don kam eines Tages zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte... Ab jetzt kümmerst du dich um die Ausgrabung. Und bums, hatte ich den Job. Ja, genau so war's. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir was über die Ausgrabungsstellen. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Super. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Super. So, wir brauchen auf jeden Fall 200 Goldmünzen. Insgesamt. Weil ich, oder zumindest mal 100, müssten wir eigentlich fast haben. Warte mal. Ja, genau. So, ist wieder ganz schlau von mir. So, Dalle. Wir haben noch immer 98. Wir haben das Klumpert hier noch. Wenn ich das verkaufen tue... Hätten wir die 100 und ich könnte mir zumindest mal schon das eine Werkzeug holen, die uns hilft, die Flügel von diesem Sumpf, also von diesen Motten da zu bekommen. Ich denke mal, das werde ich auch machen tun und gehe zurück zu dem einen Jägersmann. Oder warte, reden wir nochmal mit ihm. Mach dein Scheiß. Nein. Du kümmerst dich um die Arbeiter, habe ich gehört. Du kümmerst dich um die Arbeiter, habe ich gehört? Das ist Fußvolk. Was habe ich damit zu tun? Du hast Hawkins versprochen, ihn und seine Leute vor den Gefahren aus dem Sumpf zu beschützen. Ach, so ist das. Und jetzt sollst du bei mir hier schön bitte, bitte machen, was? Mhm. Das Pack interessiert mich nicht. Merk dir das. Mach ich. Ende. Wortwörtlich Ende. Jetzt nochmal zurück und nimm das Betzen. Keine Ahnung. Ich kann dir nicht helfen. Nö. Jo. Das heißt, dem Kerl da
wenn wir stark genug sind, der kriegt man aufs Maul, echt. Der braucht das, ganz dringend. Die Beere nehmen wir an uns. Gut, und wie gesagt, ich gehe zurück zum Jägerlein. Und probiere noch schnell unsere beiden Stecken zu verkaufen. Und hoffe, dass wir dann 100 haben. Will mir da gerade was angehen? Hör auf. Handeln und so. Lass uns handeln. Du kriegst jetzt noch diese Knüppel hier. Stecken, genau. Knüppel kriegst du. Und dafür möchte ich gerne haben... Wo ist es denn? Die Flügelschere. Bitte. Müsste passen. Handeln. Jo. Wir haben jetzt noch genau ein Goldstück. Bravo. Das ist echt viel. Beenden. Dafür können wir jetzt von den Sumpfmotten da drüben, können wir jetzt nämlich ihre Flügel abernten normalerweise. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, das heißt, wir gehen einfach mal barfuß hier rein. Langsam. Langsam. Nur eine Sumpfratte, bitte. Komm her, Saufviech. Oh, das ist eine Junge. Au, au, au. Ja. Jawohl. Au. Yeah. Au, au, au. Da, aufs Maul. Jawohl. Super. Zwei junge Sumpfstachelratten erledigt. Und das ist gut so. Was haben wir da? Einmal Kraut. Mhm. Ah, da ist noch eine Ratte irgendwo. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ah, da ist sie. Komm. Bam. Bam. Boom. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Yeah. Junge Stachelrauns. Gib her dein Fleisch. Gut, da drüben. Was ist denn das? Ach, du Heilige. Sind das quasi... sowas wie diese Fleischschwanzen. Nautilus. Ich glaube, 10 Erfahrungspunkte. Das soll eben sowas wie eine, ja, Fleischschwanze sein. So in der Art, wenn man es halt jetzt mit Gothic vergleicht. Schale eines Nautilus. Diese kleinen Tiere wuscheln in jedem noch so kleinen Loch herum. Roch. Loch, Herrschaftszeiten. Hm, da ist noch was. Na, wer bist denn du? Enrico. Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Wohin denn bitte? Ich tu dir nichts, bleib mal locker, ey. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Mhm. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden? Mhm. Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Hi Markus. Da aber nie wieder hin. Hi. Nie wieder. Verstehst du? Ja, nie wieder. Okay, aber da haben wir ein kleines Problem, weil Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen und so, ne? Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Okay, das tut mir fast ein bisschen leid, die arme Sau. Wer hat dir denn den Tag versaut? Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Der hat seine Tabletten vergessen zu nehmen, ich verstehe schon. Entspann dich mal, Kollege. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall.
Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Okay. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich gebe mir Mühe. Der hat einen an der Waffel, und zwar gröber. Was für ein Geflüster, wovon redest du da überhaupt? Was für ein Geflüster, wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen, glaub mir. Aha. Vielleicht ist ja was Wahres dran, ne? Ja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, mal bis später, bis wir eben so ein Dings gefunden haben, das dir helfen kann. Ja, wir werden hier weiter ein bisschen umrunden, das Ganze. Was zu essen wäre auch nicht schlecht. So ein leckeres Stückchen Fleisch wäre nicht schlecht. Da, einmal gebratenes. Köstlich. Und noch einen fetten, ja, eine ordentliche Keule hinten nach. Das reicht schon mal fürs Erste. Gut. Dann gehen wir da weiter. Ich sehe hier nämlich eine Sumpfratte. Zwei sogar. Und da hinten ist, glaube ich, so ein Sumpfwurm-Dings. Au, au, au. Ja, ja. Aha, das sind Erwachsene. Das ist schlecht. Ich dachte, das wäre ein Junge. Nicht gut. Au, du Mistviech. Super, nix erwischt. Au, au, au. Oh, der hält was aus. Komm her. Eins. Jawohl, den habe ich erwischt. Und. Na komm, einmal, zweimal. Bam. Bin ich wieder dran? Komm her. Puff, puff. Ja. Yeah. Nein, hör auf. Alter, spinnst du? Meine Güte. Einmal. Na, ja. Super. Verreckt. Und ich habe nicht gespeichert. Ich hoffe. Yeah, ne? Daumen hoch. Sagt Wolfi auch. Ja. Flügel. Kann ich schon mal. Also das Werkzeug dazu. So, was ist denn besser? Das ist besser. Verflixt. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen nachholen. Jetzt muss ich das nämlich nochmal kaufen gehen. Ja? Daumen hoch, Wolfi. Ja. Ich wollte nämlich nur eine Runde machen, weil ich Fleisch brauche. Für die Gute da oben. Boah, scheiße. Jetzt ist die Frage, was habe ich noch nicht gemacht? Mal schlafen gehen? Scheiße. Ja, ich habe nämlich zwischendrin schon mal Pause gemacht. Und ich Depp habe vergessen zu speichern. Das bin wieder ich, typisch. Scheibenkleister. Ja, das ist die Strafe. Jetzt ist die Frage, habe ich mit dir... Gott sei Dank. Gott sei Dank, den hatte ich schon. Du, Gnädigste. Was zur Hölle willst du? Okay, das muss ich noch... Ich überspringe das jetzt aber mal ein bisschen. Mit der Bande und bla bla bla. Ich will dir helfen. Was? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube. Nee, ich habe mir nur die Waffe. Die Waffe. Das Werkzeug für die zur Entnahme der Flügel habe ich mir mal gekauft. Geskillt habe ich noch gar nichts. Was jetzt eigentlich quasi eh wurscht ist, weil ich jetzt eh gestorben bin. Jetzt kann ich das ja nachholen. So, ja. Die gehorchen die Leute nicht, habe ich genommen gehabt. Und ich werde. Warte, Goldtipp passieren, das hatte ich auch. Und hier das Lager aufräumen. Jawohl. Das mit Essen will ich haben. Ich besorge dir Fleisch. Jawohl. Da, das muss ich selber rausfinden. Was? Das hätte ich mal. Scheiße. So. Und den Depot hatte ich auch schon. Ich weiß, da heißt Beppo, auf mich ist er Depot. Ja. Gut, eine Menge Leute, bla bla bla. Entschuldigung, echt. Ich muss sofort speichern nachher. Ja. So.
findet sich in deinem Artefaktkisten. Lalala, wo sind die Scheißkisten? Genau. Hups, das war einmal zu viel. Passt, das habe ich jetzt auch. Jo. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. So ein Dreck. Ich habe viel gemacht und jetzt durch Sterben habe ich nichts mehr. Ach, ja. Blöd. Blöd gelaufen. Wortwörtlich. Aber das passt schon so. Wer nicht aufpasst, den bestraft das Leben. So, also nochmal das eingesammelt. Mann, das merke ich echt erst, was das alles schon Arbeit war. Blöd. Naja. Mhm. Daumen hoch. Ja, das kann man gar nicht oft genug machen. So, das hatte ich. Wo bist du denn? Twite, mit dir habe ich gesprochen. Ja, bla bla. Das hatte ich auch, bla bla bla. Na, und jetzt muss ich mit dem da drüben noch quatschen. Hoppla. So. Und dann ganz fix und ganz schnell speichern. So. Und wer bist du? Ich bin die Ärmste. Die ärmste Sau auf der Welt, jawohl. Eine Runde Mitleid. Oh. Ja, Stein und bla bla bla, bla bla bla. Und schlechte Moral, bla 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 bla. Eine bessere Rüstung kriege ich dann, wenn ich ihm geholfen habe. Und dieses und jenes. Ja, das und so. Du bist ein Weichei. Ja, darum hat er auch Probleme mit seinem Hintern. Mhm. Junge, weißt du was? Ich klatsch dir gleich um, was zur Hölle macht. Ja, das zweite hatte ich genommen. Ja. Ist das gemein. So. So, jetzt aber. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt geht wieder. Jetzt wird gespeichert und fertig. So. Herrschaftszeiten, echt. Unfassbar. So. Dann hatte ich noch den Kupf hier. Jo. Ach ja, natürlich. Machen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Ja. Tatsächlich. Gib her die Quest. Du hast deine Jungs im Griff, ne? Das ist ja ganz schön. Supi, freut mich für dich. Das hatte ich auch schon gemacht. Entschuldigung. Vermissten Kämpfer finden, genau. Du kümmerst dich um deine Arbeiter, die sind ihm alle scheißegal. Und tschüss. Den Scheiß selber machen tue ich lieber nicht, sagen kann, haut er mich um. Boah, so ein Dreck. Also, so. Schnaufen. Luft holen. Jo, ich habe gerade so, wenn ich jetzt noch schnell meine zwei Knüppel verkaufe, habe ich gerade so ein bisschen über die 100 Goldmünzen. So. Die muss ich noch schnell bei dem Kerl hier verkaufen. Lass uns handeln. Ein bisschen Handel habe ich schon betrieben mit dem Kerl. Also die zwei kommen mal weg. Ich dachte mir, wenn ich diese Flügelschere hier kaufe, müsste das ja normalerweise schon funktionieren, oder? Aber ich glaube, da brauchte ich noch ein Skillpünktchen. Ach, verflixt und zugenäht. Stimmt schon. Na, warte. Du mal handeln. Er soll mir das Geld einmal geben. So. Tschüssi. So. Das war die Karte, stimmt. Jetzt muss ich noch den Skillbaum finden. Da haben wir ihn schon. Schwertkampf, Alchemie, Schmieden, Erz, Tiere ausweiten. Ja. Genau. Das Fell abziehen. Das brauche ich aber einen Lehrer, ne? Jo. Wo warte ich hier im Lager? Komme ich überhaupt ran? Oder lerne ich das? Nein, das. Nein. Das muss ich schon beim Lehrer lernen, ne? Aber du warst, glaube ich, nicht. Du konntest mir soweit nichts beibringen. Nö. Super, jetzt muss ich den wieder anfinden. Suchen. Ja. Na, du warst... Ach ja, ich weiß schon, der war, glaube ich, im Sumpf drinnen irgendwo, ne? Da waren die ganzen Jägerleins. Puh, hoffentlich komme ich da jetzt durch, ohne dass ich allzu viele Viecher pull.
Ich probiere es jetzt einfach mal. Stimmt. Da war ja so ein Kerl, war ja drin im Sumpf. Ist es nicht eh schon davon? Ah, ich glaube, da bin ich schon richtig. Hm? Jupp. Ja, Louis war's, glaube ich. Der war, glaube ich, immer betrunken. So allein hier draußen? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja. Schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Flasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Prost, ne? Du bist sternhagelvoll, Kollege. Auch schon aufgefallen, du ne? Du bist sternhagelvoll, Kollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wart nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann. Die Weißen. Die Jungs von Inquisitor. Inquisitor. Sag ich doch. Supi, es ist immer lustig, mit Betrunkenen zu sprechen. Da kann man gleich mal Fremdsprachen lernen. Zumindest kommt es einem so vor. Was weißt du über die Weißen? Jo. Jo. Es ist lustig, wenn er so spricht. Die fliegen das ganze Land und machen alles kaputt. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Wahrscheinlich irgendwo neben ihm, wahrscheinlich, und das sieht sie gar nicht mehr. Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hättest? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann gar nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Gerade eben. Wenn du da mal ein paar Tage verbracht hast, dann fängst du auch an zu saufen. Glaub mir. Schön, dass wir ein bisschen Grog und Rum gefunden haben. Dann können wir den gut verwenden, ne? Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen. Alles Arschkrampen. Die bescheißen sich da gegenseitig. Kannst sich auf keinen verlassen. Ich trau dir jedenfalls keine mehr. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger. Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie. Das, aha, okay. Dann lieber rein ins Bierflascherl schauen, ne? Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Brogar nur die Kämpfe unter sich. Aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Brogar will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Ach so? Ist ja interessant. Du scheinst eine Menge über Brogar zu wissen. Du scheinst eine Menge über Brogar zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Brogar. Okay. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Ist ja, sicher. Du suchst deine Bierflasche. Haben wir das richtig du verstanden? Du suchst deine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo. Ja, wahrscheinlich steht sie wirklich neben dir, ne? Ein Bier für eine Info. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Prost. Bring mir was bei. Was weißt du über die Bruchstücke? Such den Kämpfer Dorgan. Was weißt du über ihn? Hab gerade keine Frage. Da würde ich sagen, nehmen wir gleich mal die Jagd. Hier. Bring mir was über die Jagd bei. Bitte. Yeah, also, 100 Erfahrungspunkte. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich dir ein paar Takte erzählen. Du hast gerade Zeit, ich seh's doch. Gemein. Was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes?
Hier, was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes? Ich glaube, eins habe ich noch. Ah, ja. Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Mhm. Craig hat eins. Ich war ihn schon mal gesehen. Mhm. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durgan. Aha. Große Fresse, nix dahinter. Okay. Der Idiot eben. Der hat auch eins. Schön, weil dann suchen wir. Blöde Bruder. Klar. Der sitzt da drauf. Wie eine Glucke. Man müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. Ich hab's befürchtet. Ja. Ach ja, ich hab auch eins. Ach, bitte? Sag bloß. Her damit. Ein Bier für das goldene Bruchstück. Jo, eigentlich. Mhm. Ein Bier für das goldene Bruchstück. Nur eins, das mindestens zwei wird. Oh. Ja. Halsabschneider. Ich habe gerade keine Frage. Hier, die Flasche bekommst du umsonst? Nö, das noch. Ich suche den Kämpfer Durgan. Was weißt du über ihn? Ich suche den Kämpfer Durgan. Was weißt du über ihn? Prost. Die Idiot ist da hinten in einer Höhle im Osten. Ist seitdem nicht mehr rausgekommen. Wird mich nicht wundern, wenn er von den Viechern da drin gefroren. Ich verstehe schon. Denke ich. Ja, also nichts gut. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ah, jetzt mach das. Ja, Tiere ausweiden. Lernpunkte müssten passen und die 100 Goldmünzen. Das zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Du schlägst die Beute vom Kopf her bis nach hinten auf. Oh. Dann kannst du das Feld mit einem Ruck vom Körper ziehen. Oh. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. Ja, das ist ja das. Kaufen. Wieso ist das immer so teuer? Frechheit. Na, Fisch. Gut. Oh, dann würde ich sagen, wir probieren seine Flasche zu finden. Die war, glaube ich, wirklich nicht allzu weit weg. Oh, Auf jeden Fall müssen wir... Ach, warte, die Schaufel habe ich auch mit, das passt. Denn hier gibt es ja, so wie bei Gothic 2, die Nacht des Raben, gibt es hier solche vergrabenen Geschichten, glaube ich, mich richtig zu erinnern. Und die können wir ausgraben. Boah, halt, was bist denn du? Ach, ich glaube, das ist also das war jetzt nicht gescheit von mir. Die vier sind stark, glaube ich. Ja. Jupp. Sauf ich. Und der, obwohl, er hilft. Ja. Boom. Ja, ja, ja. Aufs Goschert. Komm her, du Saufich. Jawohl, noch ein Schlag versetzt. Na komm, hau zu. Ja. Au, au, au. Puh, das war ein schöner Treffer. Vom Gegner halt, ne? Ja, hallo? Ja, und der Louis trifft gar nichts, ne? Flatter betrunken. Nein. Boah, Alter. Alter. Ja. Die Punkte! Ja, ja, ja! Level aufgestiegen. Wup, 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 wup. Puh. Die waren mir wichtig. Die waren mir jetzt echt wichtig. Jetzt geht's mir besser. Kaltes Herz. Das vermoderte Herz einer Sumpfleiche. Ja, gib her. So ein frisches Level-Up ist schon was Feines. Ich sollte mal pennen gehen. Ich gehe mal kurz schlafen. Servus, grüß euch. Fass bloß so. Nichts an. Na, ich nehme nur das Bier damit, weil ich es gerade sehe. Ich hoffe, das gehört keinem. Bald gehört es mir. Na super, und jetzt ist wieder schieres Wetter. Oh,
Scheiße. Ist das automatisch gespeichert? Nö. Aber da zumindest. Glaube ich. Ah na, die untere wäre besser gewesen. Scheiße, ich wollte sie nur probieren. Warte mal. Da war der, glaube ich, besser. Der da unten mit 75 Minuten. Geh so ein Dreck. 75, genau, 57 Minuten. Peinlich. Jetzt frage ich da. Ich habe gedacht, es geht, ne? Was? Wieso bin ich da? Hä? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Da stimmt was gerade nicht. So, ich will eine Stunde noch was. Der Einser. Dann ist es der. Nein, hat schon der gepasst. Dann passt schon der. Bin total verwirrt. Geh wie gemein. Das passt mir gerade gar nicht. So. Aber immerhin, ich glaube, das Ding hat gezählt. Das ist schon mal was. So, looten. Dann ist nicht so viel verhaut. Passt. Also nochmal schlafen gehen. Puh. Ich dachte, ich kann das Bier mitnehmen. Nein, geht natürlich nicht. Alle anderen Biere kann... War langsam. Alle anderen Biere kann man ohne weiteres nehmen, nur weil das gerade zufällig im Haus drin steht, ne? Gilt das wieder als Diebstahl, ist klar. Wenn irgendwo was auf einer Kiste steht, da können 20 Leute zuschauen, ist kein Problem. Das kannst du ruhig nehmen, ne? Sie hätten es ja auch Freibier nennen können. So. Na gut. Ich bin pleite. Wir könnten die Wölfe von draußen plätten. In der Hoffnung, dass die Felle so viel wert sind, dass ich mir diese blöde Zange kaufen kann. Oder die Schere besser gesagt, für die Flügelchen da drüben. Oder ich besuche noch jemanden im Lager vorher. Das könnte ich auch machen. Ich glaube, da kann man billig Geld verdienen. Und zwar war da oben ein Sumpf... Ja, Sumpfkrautanbauer, so irgendwie, ne? Also Landwirt. Warte, da muss ich vorsichtig sein. Sind da denn nicht noch irgendwo Viecher gewesen? Na, hab Glück gehabt. Und zwar hier, also Sumpfkraut heißt das hier nicht, das heißt Kraut, glaube ich. Oder? Oder? Ja, nur Kraut. Genau, war. Achso, da steht ja einer. Oh, jetzt dachte ich schon, es wäre so ein Monster. Dabei ist das da drüben, was ich gemeint habe. So, Servus, Phil. Wo wie geht's dir? Dreckskerl? Der wer? Bitte? Clay, die alte Drecksau lässt mich hier schon seit Stunden warten. Das Schwein soll mich endlich ablösen. Okay. Kann ich was von dir lernen? Gleich mal schneller Themenwechsel. Kann ich was von dir lernen? Du bist doch ehrgeizig, was? Mhm. War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Mhm. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Super. Gut. Später mal, wenn ich wieder Geld hab. Du schiebst hier Wache, ne? Du schiebst hier Wache? Ja, verdammt, und das schon viel zu lange. Ich kriege langsam schon aufgeweichte Füße von dem Moderboden hier. Der redet da mit mir und da hinten ist, glaube ich, ein Wolf, ne? Ja, ich glaube, das ist aber schon ein großer, ne? So ein böser Wolf. Und ich bin das Rotkäppchen. Momentan halt noch. Wo genau ist dieser Clay? Wo genau ist dieser Clay? Was weiß ich. Irgendwo im Lager und liegt faul in der Gegend herum. Aha. Wenn er nicht bald hier aufkreuzt, dann hau ich einfach ab. Okay. Wahrscheinlich ist dann gerade einer richtig klasse vorm Haus vorbeigegangen, ne? Und hat mich beim... Also quasi auf frischer Tat ertappt. Ja, das ist mein Glück. Was gibt es hier so Wichtiges zu bewachen? Was gibt es hier so Wichtiges zu bewachen? Der Sumpfbauer, Mann. Ohne ihn sähe es hier düster aus. Ach so? Macht der Sonne oder was? Was meinst du mit düster? Was meinst du mit düster? Alter, jetzt guck dich doch mal um hier. Sieht das hier wie das Paradies aus oder was? Ja. Keine Kneipe, keine Weiber. Nichts. Nur stinkender Sumpf. Alles, was uns hier bleibt, ist das Saufen.
Ohne das Bier vom Sumpfbauern wäre hier gar nichts mehr, verstehst du? Ach so, verstehe, der hat Bier. Mhm. Wer sollte hier was klauen wollen? Wer sollte hier was klauen wollen? Wenn du die Leute aus der Stadt meinst, dann mache ich mir keine Sorgen. Die kommen nicht hierher, aber die verflixten Viecher überall. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir von Wildschweinen oder Schlimmerem überrannt. Ja, die sind fies. Der Wolf hat auch einen Dachschaden da hinten. Was macht der da? Wahrscheinlich komplett high von der Pflanze, die da vor ihm wächst. Ah, das sind zwei. Ja, super. Entschuldigung. Ich will ein besserer Dieb werden. Ja, das ist ja alles sehr günstig. Viel später. Vierte. Ich gehe da mal ein Stück zurück, da drüben sind Wölfe, die mir nicht ganz geheuer sind. Ich sammle mal dieses Kraut hier ein. Ich glaube, das dürfen wir jetzt gleich mal abgeben, wenn ich mich noch recht entsinne. Servus, Opel. Du bist neu hier, richtig? Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind ja auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Ja, das fürchte ich auch. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das Sumpfkraut, das kennen wir schon. Von einer anderen Insel, ne, und so. Was weißt du über den Don? Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Ja, welche Arbeit ist schon leicht, ne? Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Wer ist Robert? Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ah. Ihm gehört dieses Feld. Schön. Nicht leicht, hier was aufzubauen, ne? Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Nur mal schauen, ich bin eine Pleite, aber wenigstens mal schauen. Ah, er hätte da eine hübsche Schaufel. Ich glaube, die fehlt mir noch. Ich habe zwar eine aufgehoben. Nein, passt, alles da. Also, wenn wir es auf so ein Haufen treffen, müsste es normal funktionieren, ne? Außer es ist wieder ein Skillpunkt, ich muss mal nachschauen. Aber ich glaube nicht. Ja, eine Spitzhacke haben wir auch. Pfanne, wie es sich gehört. Wie teuer wären denn das? 20 Goldmünzen, Jesus, ne? Na gut, ciao, ne? Ich gehe mal mit deinem Chef sprechen. Vielleicht kann er das Kraut, was ich hier schon so brav im Vorhinein abgeerntet habe, ja verwenden. Das glaube ich keins, ne? Nein. Boah, da ist so ein depperter Wurm, ne? Langsam. Langsam, mein Held. Nicht so stürmisch. Das könnte durchaus ins Auge gehen. Verstehst du es da? Passt. Da ist noch so ein Kraut. So. Gut. Ah, da vorne dürfte er schon sein, ne? Und da ist noch ein Kraut. Perfekt. Servus, Robert. Bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Wie meinst du das? Schon gut. Vergiss es. Was führt dich zu mir, mein Junge? Aha. Ist das deine Bruchbude? Boah, freut mich. Das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Ja, nur ein kleines. So 100 Goldmünzen, mehr hat er nicht. Und ein paar zerquetschte. Du arbeitest für den Don, richtig? Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Oh. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert, blieb mir auch nichts anderes übrig, verstehst du?
Ja, klar. Was sollst du machen, ne? Woher kommt das ganze Gold, das der Don sammelt? Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen dort zu finden sein. Okay. Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Puh, das erfordert jahrelange Erfahrung und Grundkenntnisse in Alchemie. Die Grundkenntnisse kann ich dir beibringen. Das mit dem Bier dauert zu lange. Okay. Braukraut, was ist das? Braukraut? Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Okay. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Ich hab welches mit. Taugt dein Bier was? Taugt dein Bier was? Ha, was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ah. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Das würden wir auch machen, wenn du mir dafür ein paar Erfahrungspunkte gibst, ehrlich gesagt. Jo. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Hm, würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Ui, das wird sie aber nicht so freuen. Gib her das Zeug. Ich erledige das. Ich denk nochmal drüber nach. Nee, gib her das Zeug. Gib her das Zeug. Ich erledige das. Das wird schon hinhauen. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Jawohl. Der Don verlangt Schutzgeld von dir. Der Don verlangt Schutzgeld von dir? Nicht direkt. Vielmehr der Oberbefehlshaber seiner Kämpfer. Sein Name ist Brogar. Ich zahle ihm monatlich 30 Goldmünzen. Dafür hat er mir Schutz für meinen Hof versprochen. Hm. Interessant. Diese miese Ratte, oder? Da hatte ich übrigens angelogen, ne? Eigentlich, streng gesehen. Tun wir uns zusammen, du bist eh so ein kräftiger Kerl, hau man zu Brei. Kann ich dir beim Kräutersammeln helfen? Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für das hören wir gern. Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Gerne. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Okay. Passt. Das ging jetzt flott. Ja, 10 Kräuter. Ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen, weil sonst hätte ich schon abgeben dürfen. Ich werde auf jeden Fall mal speichern, bevor ich wieder was versammle, was mir eigentlich noch nie passiert ist. Ja, da muss ich selber mal lachen. Hui, ab ins kühle Nass. So, da vorne müsste jetzt, da ist noch ein Pflanzerl. Und da drüben bestimmt auch noch was. Ich habe keine Ahnung, ob... Ich weiß es nicht mehr, ob ich gegen dieses Viech bestehen kann. Okay, das war nix. Da vorne ist noch eins, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe eh gesperrt. Heureka! Bam, bam. Okay, das ist stark. Das Viech ist stark. Boom, boom, bam. Bam, bam. Au, 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 au. Ich wollte es nur mal probieren, wegen dem Kraut und so, ne? Aber es ist genau dieses Art Gewürm, das der Jäger, wo eben der Jäger am Anfang auch Problemchen hat. Na komm her, du Saufich. Ach, ich sollte es eigentlich gar nicht noch machen. Ich habe ja noch das Werkzeug nicht, um ihm diese Zähne zu entreißen, ne? Ja. Wegen einem Wurm wird jetzt wohl hoffentlich die Welt nicht untergehen. Jetzt steigen alle Titanen hervor und bringen uns alle um. Au! Oder der Wurm bringt mich schon um. Das kann auch passieren. Voll nicht getroffen. Ah, du was? Hallo? Ja, na komm. Hau mich. Ja, und blocken.
Blocken, blocken, blocken. Na komm, Viech. Ja. Langsam. Das war knapp. Na los, mach schon. Und nochmal aufs Maul. Yeah, 100 Erfahrungspunkte. Super. Ich weiß, es ist nicht so gut, weil ich ihn nicht ganz zu 100% plündern kann, aber ist mir jetzt gleich einmal ein bisschen wurscht. Weil Kraut einmal und Kraut zweimal. Die drüberen lasse ich eh stehen. Viel später. So, das müsste jetzt eigentlich genug Kraut sein, ne? Das müssten... Horuk, rauf da. Das müssten schon die 10 sein, eigentlich. Servus. Yeah. Schau mal, was ich da hab. Ich hab Kraut für dich. Mhm. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Mhm. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Ich würde dir auch vielleicht eine Faltencreme empfehlen und so, ne? Gut. Also da mein verehrter Kumpel, Typi, netter Kerl, Pfidi. So. Wir gehen jetzt wieder runter. Ah, verflixt, da wäre auch noch eine Pflanze gewesen. Ups. Wurscht, nehmen wir es halt jetzt mit. Und schöne Glühwürmchen gibt es hier auch. Ist schon schön. Also der Sumpf ist schon schön gemacht mit den ganzen Seerosen und so, ist schon fein. So, ich gehe jetzt mit Absicht da so seitlich runter, weil die Wölfe da sind mir noch nicht geheuer. Die lasse ich noch ein bisschen stehen, für später. So schnell werden wir das Kapitel, glaube ich, nicht wechseln. Da ist besser, wenn ich darüber hatsch. Darüber und dann scharf nach links. Und dann sind wir schon bei der gnädigen Frau. La 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 la. Hallöchen, meine Hübsche. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug, gib es mir. Moment, er will 100 Goldmünzen? Na, so schier kann nicht sein, oder? Okay, hier hast du das Bier? Na, Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür, ja. Ich kann dir da nicht 100. Wenn die dahinter kommt, ich hab nicht gespeichert. Ah, ich bin ein ehrlicher Gauner. Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Ach, na gut. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. Bitteschön. Übrigens. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir da sicher? Mhm. Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Jo. Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Ich arbeite dran. Oh. Übrigens. Übrigens. Broger versagt den Arbeitern Hilfe gegen die Gefahren aus dem Sumpf. Broger versagt den Arbeitern Hilfe gegen die Gefahren aus dem Sumpf. Dieser Mistkerl! Hab ich's mir doch gedacht! Der soll bloß so weitermachen! Gut, danke für die Nachricht. Mach weiter so. Ich hab das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, Broger ist eine fiese Sau. Louis behauptet, dass Broger den Don ablösen will. Louis behauptet, dass Broger den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broger an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Mhm. Tja, ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Ja, dann bin ich noch weiter dran. Du könntest mir zum Beispiel 9 Fetzen geben zum Anziehen oder so. Dann hätte ich vielleicht gegen diesen Schweinehund da drüben auch eine Chance. Ich gehe auf jeden Fall noch einmal kurz schlafen. So. Ich habe für heute schon wieder genug getan. Mhm. So. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen, ob die nächste Pause schon fällig ist. Nö. Nö. Nein. So schnell vergeht die Zeit auch nicht. Aber einmal gesund speichern, bitte. Hierhin. Jo. Und fortsetzen. Perfekt. Jetzt ist mir schon wieder leichter um mein Herz. So, wir geben, richtig, wir müssen nochmal zurückgehen zu dem Sumpfbauern, das machen wir noch schnell, und geben ihm seine 50 Goldmünzen. Das gibt weitere Erfahrungspunkte für uns. Zwar ist unser Geldbeutel leider ein bisschen leer, aber naja, was soll's. Ich hätte es ja probieren können, ihr 100 Münzen abzuknöpfen, aber das wirft dann auch ein schlechtes Bild auf den armen Kerl da oben.
Nicht, dass er dann später mit dem Don Probleme kriegt oder so. Wahrscheinlich nicht, wäre alles gut gegangen, wahrscheinlich, ne? Ich bin einfach nur zu feige. So. Darauf, darüber. La 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 la. La 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 la. Ram da da ram. Ja, wer viel läuft, kriegt ordentlich Muskeln in die Wadel. Ja. Servus, Robert. Ich habe Bier bei das Bier Rachel gegeben. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Ja. Hier, bitteschön. Ja, hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Mhm. Gut gemacht, mein Junge. Ja, ich danke dir. Gerne. Das werde ich mir merken. Mhm. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Cool. Yeah, und 100 Erfahrungspunkte noch dazu. Sehr schön. Gut. Gut. Ich weiß, dass es da mal eine Quest geben sollte, diese Sumpfdinger da drüben zu plätten. Na, er hat nicht zufällig erst eine Quest bekommen. Ich wollte nur nachschauen. Jo, jetzt gehen wir mal weiter schauen. Jetzt müsste ich wieder in den Sumpf hinein. Ja, warte mal kurz. Wie viel Kohle haben wir schon wieder? 71 nur. Ich kann machen, was ich will. Ich kann da nicht so viel Klump verkaufen, oder doch? Muscheln und das ganze Graffel. Säge. Eine Schaufel. Die wäre sogar ein bisschen was wert. Ob ich dann nochmal die 100 zusammenbringe? Probieren geht über Studieren, ne? Schlecht wäre es halt nicht, wenn es klappen würde. Ich wäre da sehr zufrieden, wenn das klappen würde. Ansonsten muss ich noch ein Stückchen aus dem Lager raus. Da habe ich ein paar Wölfe stehen lassen. Und dann klatsche ich die einfach mal weg. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Und zwar, jo. Ich kann dir hier einen Haufen Muscheln anbieten. Die werden immerhin 6 wert. Eine Hornmuschel. Dann, den Flügelstaub. Dann ein paar Zähnchen. Es geht sich aus. Das klappt vielleicht. Und dafür möchte ich gerne hier die Flügelschere haben. Ich hoffe, das ist kein Fehlkauf. Also gut, bitte handeln. Okay. Yay. Yeah. Und tschüss. Perfekt. Yeah. Das ist mir wieder ein Speichern wert. Ja. Thomas wird auf den zweiten. Und fortsetzen. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich bei diesen ganzen... Na, gesund bin ich. Bei diesen ganzen Mottenviechern können wir jetzt die Flügel mitnehmen. Hä? Und dann haue ich mich gleich mal hier in den Sumpf. Ah, warte, da ist eine Pflanze. Juhu, einmal Krautilein. So, komm her, du Motte. Du flotte Motte. Bitte, wenn es geht, nur eine. Na, komm. Hallo. Ich bin ein Bösewicht. Ja. Komm und verhau den Bösewicht. Gleich mal Abwehrhaltung. Und? Ekelhaft, das ist sick. 2 davon. Ich wollte nicht 2 haben. Au. Ja. Das hat... 3? Jetzt kommen alle, oder was? Ey, das ist gemein. Aber die gehen wenigstens platt. Komm. Jawohl, das erste ist schon mal erledigt. Komm her, du ekelhaftes Viech. Jawohl. Und Nummer 3. Komm her. Au, au, au. Wo bist denn? Au, au. Na, komm her. Mach. Ja, komm. Trau dich. Ja, wo ist... Ja. Ja. Dann bin ich halt zuerst. Das tapfere Schneiderlein. Schön.
Yeah. Flügel, Flügelstaub, her damit. Sehr gut. Und einmal schnell was spachteln. Oder ein Tränkelein. Na, tu mal was essen. Ja. Schön runter damit. Nehmen wir gleich ein zweites. Jawohl, und ein drittes. Und das passt schon mal. Perfekt. Okay, ja, wieder die Waffe zücken. Boah, das lief gut. Ich freue mich. So, Freund oder Feind? Auf jeden Fall Feind. Komm her, du Motte. Ich klatsch die weg. Ja. Hoffe ja. Ich halt. Au, au, au. Ja. Ja. Jawohl. Muhaha. Geschafft. Super. Da wird sich einer freuen. Schau, ein paar Nautilus. Und tschüss. Und heia. Jawohl. Her mit dem Zeug. Perfekt. Da haben wir eine Schaufel. Heugabel, Spitzhacke. Und da müsste es nochmal zum Buddeln gehen. Ja. Die stellen... Ja. Ja, buddel mal schnell rum. Mhm. Da muss man nämlich eben darauf achten, dass die Erde so komisch gelockert aussieht. Weil da kriegt man sonst keinen Hinweis, dass da was vergraben ist. Also da muss man schön die Äuglein aufhalten. Das heißt, hier und da mal eine Karotte essen, um den Blick zu schärfen. Dann passt das schon. Boah, da staubt's. Ja, Servus Kaiser. Das ist mal ein Schatz, ne? Bolzen, eine Halskette. Händler geben gutes Gold dafür. Ein schöner Ring. Ring des Axtkämpfers. Axtkampf plus 1. Wir brauchen eine Axt. Und Dietriche. Nein, nur ein Dietrich. Perfekt, her damit. Super. Ah, stimmt, ja. Muscheln. Danke, ja. Jawohl. Muscheln. Inventar. Ich habe die Muscheln verkauft, ne? Ups. Die dann auch? Eine Nautilus-Muschel auch? Nö, die nicht, oder? Eine ganz normale, was man halt so am Meer anfindet, ne? Nutzloses Amulett. Damit könnte man noch nicht einmal eine Frau beeindrucken. Es ist auch keine Frau, die man damit beeindrucken soll, sondern jemand ganz anderes. Ist mir gerade wieder eingefallen. So, nochmal. Also Muscheln, ich glaube, ich depp, die habe ich jetzt dummerweise verkauft. Stimmt, die habe ich vergessen zu öffnen. Die wäre sicher mehr wert gewesen. Ja, die nächsten dann. Die nächsten dann, versprochen. Aber sonst, glaube ich, kann man eh nichts aufmachen. Na, sind nur die Muscheln am Meer gemeint. Da ist noch eine Truhe. Ups. Ups. Bruchstück eines alten Schwertes. Ohne Schmied ist es fast nichts wert. Eine Fackel, noch ein Dietrich und ein paar Bolzen. Super. Yeah. Fehlen nur noch 4 Bruchstücke, dann haben wir das auch schon geschafft. Ui, was haben wir da? Ein hübsches Kraut. Ein schönes Kraut für einen ganz bestimmten netten Menschen. Ja, ja. Also, dich haben wir schon. Also, hoppala. Horuk. Dann hier haben wir noch einmal Reiselust. Buddeln war, glaube ich, hier derweil nichts. Also schon im Sumpf was, aber nicht an der Stelle hier. Das habe ich ja schon brav mitgenommen. Ja. Brave Zocki. So, ja, ja. Ah, 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 ah. Oh, oh je. Ah, die habe ich vergessen. Das waren wieder die Fiesen, ne? Die Großen. Puh, okay. Die sind mir gerade nicht gefolgt. Schnell was essen. Die hauen mich sonst wieder weg. Und vor allem schnell speichern. Ja, rohes Fleisch haben erst 5. Die alte will, glaube ich, 10... Boah, wie viel Fleisch will die haben? Muss ich mal nachschauen. So, passt. Das reicht schon mal. So. Wieder schnell speichern. So. Okidoki. Und los geht's. Also weiter geht's. Jetzt aber. Komm her, du Viech. Wo du sein? Da vorne. Ich sehe dich. Ich sehe euch beide. Ich will aber nur ein Viech angreifen. Puh.
Ah, das ist nur eine Junge. Das geht. Ja. Ja, das ist mal erledigt. Ja. Was? Die auch gleich mit? Cool. Das, ich meine, das war natürlich voll beabsichtigt. Du Gelse, würdest du dich mal verpissen? Die will mich stechen. Und von der kann ich keine Flügel nehmen. Die ist zu klein dafür, die sind nichts wert. So. Da haben wir noch eine Raunz. Komm her, du Raunz. Ja. Komm. Ja. Na komm. Mach Pum. Mach Pum. Ja, au, zweimal. Das war gemein. Mistviech. Huch, was waren da noch dabei? Was war das denn noch? Da. Achso, stabiler Ast. Okay. Ja gut, die hatte mal einen Ast dabei, ne? Wahrscheinlich wollte sie einen auf Hund machen oder so. Stacheliger Köter. Warte, was war hier noch schnell? Ist hier irgendwas? Das hört sich gerade komisch an. Na, da ist nichts, oder? Schaut gut aus. Hä, was? Heugabel. Und hier haben wir wieder so eine lockere Erde, die wir gleich bearbeiten werden. Ja, ja, buddel nur schön brav. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu nah an diesen einen Höhleneingang gerate. Ich glaube, das, was da drinnen wohnt, ist bösartig genug, um mich zu töten. Weil ich suche ja nach einem verschwundenen Kerl, nach einem Kämpfer. Das hört sich gerade nicht schön an. Okay, das hat sich nur gerade dumm angehört, glaube ich. Na gut, also Schatz. Was haben wir denn da drinnen? Überraschung! Wir haben einen Heiltrank, ein normaler Heiltrank, der 150 Lebensenergie zurückbringt, eine Fackel und ein Pokal. Händler geben gutes Gold dafür. Sehr schön, her damit. Und eine tolle Schaufel. Ja, und noch eine Spitzhacke und noch eine Schaufel. Gut. Da haben wir noch eine einfache Truhe. Mit haufenweise Goldmünzen, ein kleiner Heiltrank, Rum und Hornmuschel. Ja. Okay. Ich denke immer, da ist ein Viech. Grünblatt, das habe ich auch komplett übersehen. Wieder mal. Jetzt seid ehrlich, das hört sich doch grauslich an, oder? Ich glaube, das ist so ein Ekelwurm, so ein grauslicher. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich schnell speichern soll. Ist vielleicht gesünder. Für mich auf jeden Fall gesünder. So, ja. Und weiter geht's. So. Wer tut das so komisch, bitte? Und was jetzt ihr? Normale oder Junge? Ja. Wuselige. Aha, da gibt's Unterschied. Oh je, da gibt's drei. Ja. Na komm her. Jawohl. Na komm schon. Au. Ah, sind nur Motten drin gewesen? Okay, dann kann ich rein. Dann ist kein Problem. Ich habe mir irgendwie eingebildet... Ah, das war später dann, ne? Da kam er nochmal, glaube ich, rein in so eine Höhle. Hier im Sumpf. Für später. Ist jetzt Ruhe da? Ja. Ja, fast erledigt. Die haben mich so schief zugerichtet. Glaube ich. So eine dunklen Viecher, eine grauslichen... Halt! Alter! Alter, zweimal! Hey, ich will jetzt auch mal. Wupp, wupp. Wupp. Komm, wenn du es zweimal machst. Wupp, wupp. Jetzt bin ich dran. Einmal nur, scheiße. Komm her, wupp. Nochmal. Wupp. Na komm, zweimal. Dann traue ich mich erst. Okay, ich traue mich auch früher. Ich will nicht, dass der Jäger... Ja, toll. Das hat der Jäger erledigt, ne? Ich habe die Punkte nicht bekommen. Scheiße. Ich bin zu weit zurückgegangen. Ja. Ja. Was? Wo ist denn hin? Boah, jetzt habe ich die Ratte gerade nicht gesehen. Oh.
doch, ich hab's wenigstens so. 200. Alter, du da drüben, ey. Geh dein Bier saufen. Ist ja wahr. Alter Schwede. Aber immerhin 200 Punkte. Ich bin schon irgendwie zufrieden. Die zweite und die dritte ist, glaube ich, jetzt da irgendwo. Nix da irgendwo. Schande. Da drüben. Ach ja. Da ist sie gewesen. Na, gute Nacht. So. Okay. Wer wartet schnell mit den wuseligen Ratten? Du nicht, ne? Nein. Oder war das erst eine Quest und ich habe schon wieder zuvor eilig ge... Nein. Nein. So. Ach, mal schnaufen. Also, weiter geht's. Nur gerade ein bisschen orientierungs... Nein, orientierungslos nicht, aber planlos. Komme ich hier irgendwie zu den Quests? Irgendwie müsste ich ja zu den Quests auch kommen. Warte, welcher Knopf war das dann noch schnell? Ah, ich glaube, das ist ungefähr so erledigt. Aktuell. Welt, Hafenstadt, Vulkan, Banditenlager. Da haben wir schon. Arbeiter sollen wieder arbeiten. Goldene Bruchstücke, das sind wir nebenher dabei. Fauler Hund. Goldrausch, eine Audienz. Jawohl. Macht Gerangel. Sammel Gold. Ja. Samt Gold verschollen. Ja, bla bla. Stimmt. Das Amulett. Das Amulett. Das, was wir gefunden haben. Ich gehe nochmal schnell pennen. Das Amulett kann jetzt eine ganz bestimmte Person sehr gut gebrauchen. Weil die tun jetzt ein bisschen verarschen, damit die wieder arbeiten geht. Also nicht jetzt, sondern gleich. Tun wir die verarschen. Was habe ich gedrückt? Bis zum Mittag, glaube ich. Ups. Wurscht. Hab's auch ausgeruht. Was ist denn? Bleibt geschmeidig. So, und zwar müssen wir da jetzt nochmal durch den Sumpf. Hui! Und das lohnt sich gleich mit einem Kraut. Das wir dann mit durch gutes Geld verkaufen können tun. So, ich muss da lang. Da ist kein Kraut. Nein. Und mit ein bisschen Glück verdienen wir gleich so viel Geld wieder, dass ich mir das Zeug kaufen kann, um den Sumpfhai, will ich immer sagen, die Sumpfwürmer die Zähne zu entreißen. Ja, wie beim Zahnarzt. Hi. Geht das dann so? Du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ja. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Okay. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Nein, sowas würde ich nie machen. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden? Mm-mm. Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ach so. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Ach, wieso denn nicht? Hopkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Wer hat dir denn den Tag versaut? Fragen wir mal so schön geschmeidig nach. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Ja. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Oh, entspann dich mal, Kollege. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich gebe mir Mühe. Ja, ich sehe sie überall. Gelsen. Da ist eine, dort spielt eine, da, ja,
Er hat schon recht. Die sind auch irgendwie aus diesen Ruinen raus. Mhm. Was für ein Geflüster? Wovon quatschst du eigentlich? Was für ein Geflüster? Wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Ja. Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Ich. Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. Ja. Auf jeden Fall, ich soll dich wieder zur Arbeit bringen. Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Gleich mal auf die anderen schieben. Ich habe hier etwas zu deinem Schutz. Das nutzlose Amulett nämlich. Das brauchen wir eh nicht und der arme Kerl, vielleicht macht's ihm ja Mut. Ich habe hier etwas zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es wahr. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Na, vergiss es. Ja. Perfekt, da haben wir das, also dem Kerl da auch helfen können. Und fühlst du dich jetzt stark genug innerlich und äußerlich, um wieder weiter arbeiten gehen zu können, gnädiger Herr? Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus, alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Zum Beispiel. Aber natürlich, ich mach mich sofort an die Arbeit. Na prima. Haben wir eine arme Seele glücklich gemacht. Wie schön. Ich dachte mir mal, die nächste Pause, also eine hatten wir schon, die machen wir dann um 11, würde ich sagen. Dann sind es wieder 1,5 Stunden, die wir hier so jetzt dann quasi geschafft haben. Hui, ja. Würde ich mal meinen, so wieder 15 Minuten, wenn es euch recht ist. Da drüben waren jetzt diese fiesen, gemeinen, großen Stachelraunzen. Darum gehe ich da mal schnell speichern, wieder mal. Okidoki. Und fortsetzen. So. Komm daher, du riesenschieches Kackviech. Hallo? Ja, komm daher. Na, komm. Alle beide. Ist logisch. Warum sollte auch nur eine kommen? Au! Hey, hatte. Au! Ich hatte das Schild um. Au! Ich hatte doch das Schild, ey. Wie gemein. Au! Dreimal spinnst du, du Saufisch! Dreimal! Ja! Fasste sie hin. Ich will nicht schon wieder sterben. Na los, komm her. Ja. Jawohl, die erste ist hin. Ja, die zweite ist auch bald kaputt. Ja. Ja. Yeah. Supi. Übrigens, wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen, habe ich vorher ganz vergessen zu sagen. Gott sei Dank, die sind hin. Das ist mir jetzt echt mal ein kleiner Trank wert. Ah, da fühlt man sich gleich viel besser. Und auch nochmal speichern. Das habe ich ja brav gemacht jetzt. Mhm. Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber in dem Fall stinke ich ausnahmsweise gern. Ihr riecht es ja eh nicht. So. Das war's mit dir, du Viech. Da hinten sehe ich einen Sumpfwurm. Ich werde hier nicht weitergehen, weil ich ja noch das Werkzeug kaufen möchte. Für dieses Dingens Viech. Und jetzt muss ich nochmal schnell... da drüben buddelt er schon rum. Ich muss jetzt mal auf die Karte schauen, fürchte ich.
Nur eins noch. Ich habe genügend eigene Sorgen. Okay, das sagt nichts mehr. So weiter. Scheindreck. Wo war jetzt schnell die Höhle? Ich glaube, war das nicht da drüben. Oder da drüben irgendwo. Da, glaube ich. Da ist sie. Ich habe schon gefunden. Ich habe es gefunden. Gefunden. Da müsste es sein. Hallo. Viech. So. Da müsste die... Ja, da schauen sie schon entgegen, die Motten. Das heißt, weil ich hier wieder ein... Ja. Ein ungeschickter Mensch bin, werde ich wieder mal schnell speichern. Und hier drinnen müsste ein gewisser jemand zu finden sein. Jo, kommt's nur her, ihr schierchen Viecher. Jo. Jo. Hör auf zu schimpfen und komm her. Batsch. 1, 2, 3, 4. Batsch. Dab, dab, dab. Dab. Wow. Boah, das war knapp. Na komm nachher, du Mistviech. Zack, zack, zack. Ist die erste schon mal hin? Nö. Zack. Batsch, batsch, batsch. Batsch, batsch, batsch. Jawohl, die erste schon erledigt. Und zack, zack. Wow, langsam. Batsch. Au, 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 au. Na komm nachher. Batsch, batsch, batsch. Zack, zack, zack. Aua. Oh, das wird jetzt knapp. Dass da gleich auch alle kommen müssen. Hast du es gesehen? Sauviech. Oh oh, ich bin in die Ecke gedrängt und ich weiß... Ah, ich wollte nämlich raus. Ja. Jawohl. Ja. Wow. Scheiße. Ah, ich habe gedacht, das geht sich vielleicht aus. Mm-mm. Dass aber auch gleich alle Fünfe kommen müssen. Ich muss das schlauer machen. Warte, ich mache das schlauer. Ich versuche es mal schlauer zu machen, sagen wir so. Das müsste jetzt der da sein. So, ich probiere es schlauer. Ja, ich bulde jetzt mal eine und gehe gleich zurück mit Vollkaracho in den Rückwärtsgang. Dann wird das hoffentlich klappen, weil hier bei der... Hier müssten normal nicht mehr als zwei durch können. Komm her, Saufich. Ja, komm. Ja, kommt er. Ach, jetzt komm. Jetzt war ich zu ängstlich. Was grummelt denn da rum? Das war nicht mein Magen. Jetzt müsste er kommen. Komm. Alter! So, jetzt aber. Naja. Jetzt hat er mich doch erwischt. Hey, hallo. Blödes Kackschild. So, da müsste ich einigermaßen in Sicherheit sein. Katschanga. Welche siehst du bitte an? Die da bitte wäre gut. Ja. 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 Bam, bam, bam. Ja, es sind auch nur drei da zum Beispiel. Bäm. Und einmal noch. Jawohl, die ist schon mal erledigt. Na komm her, trau dich. Du Kackviech. Ja. Das klappt gar nicht mal so schlecht. Bäm, bäm, bäm. Na komm, geht schon. Aufs Maul. Jetzt hätte ich mich fast erwischt. Sag einmal, spinnst du, du Viech? Als wenn er nicht sterben wollt, ne? Kackmotte. So. Immer fester drauf. Mhm. Na komm, geht schon. Hui. Einmal noch. Dann müsste er erledigt sein. Ja, schön. Das waren jetzt schöne drei Gegner. Grabmütchen. Jawohl. Super. Ich freue mich. Haut hin. Ja, wieder speichern. Und fortsetzen. Es müssten es noch, glaube ich, zwei sein. Hallo.
Ja, ja. Reg dich nur auf. Da grummelt dir irgendwas ganz schier da unten. Aha, von wegen zwei. Es sind drei. Und ich gehe schon wieder rückwärts. Da-da-dam-dam-da-da-dam. Zu meinem Safe Point. Oder Punkt, wie auch immer. Sicherheitspünktchen. Da. Ja, ja. So, jetzt kannst du kommen. Dir reiße ich die Flügel als erstes aus, du Mistviech. Ja, Chuck. Chuck. Da schaust du blöd aus der Wäsche, ne? Ja. Jawohl. Geht schon. Komm näher. Trau dich. So. Oh, au. Du Mistviech. Vier, das sind's. Ja, sicher. Nein, muss weiter zurück. Die einen treffen mich nämlich. Das sollte nicht passieren. Ja. Ja, spinnt die Welt. Ja. Na komm nur. Der ist hin. Langsam. Nur zweimal, bitte. Schau, will die hintere stechen. Na komm näher. Ja komm. Fieses Viech. Komm. Na komm schon. Puh. Da ist es nur mehr eine. Wie das ausschaut, die hintere. Also die untere. Ja toll, jetzt treffe ich den immer oder was? Ja. Komm da. Hallo? Nein, 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 nein! Das ist gemein. Jetzt sticht die zweimal zu. Alle anderen nur einmal und die jetzt zweimal. Auf den Schreck muss ich mal trinken. Prost. Okay, jetzt hat man da einmal so eine gute Taktik. Und dann machen einen die Viecher das Leben so schwer. Ich will was essen. Ich nehme mal ein bisschen Brot zu mir. Und den Fisch. Ja, viel ist es nicht. Normalerweise sollte ich die Heilpflänzchen für Tränke aufbewahren. Ja, vor allem heilt das 20. Das ist schon viel. Aber dann wäre ich dafür auch voll. Schaut mal kurz weg. Nur ganz, ganz kurz. Schaut mal kurz weg. Ich habe nur Salat gegessen, mehr nicht. Es gibt keine Zeugen. Überhaupt keine Zeugen. Wenigstens sind die ersten, was waren es, drei, zerstört. Ist ja schon mal was. Das heißt, ich werde auch gleich den Rückwärtsgang einlegen. Ist ja ungeheuerlich sowas. Naja, hör auf dich zum Aufregen. Und rückwärts. Na komm her, du Scheißviech. Na, willst du mich stechen? Oh, zweimal. Ja. Ich mach dafür dreimal, du Saufich. Jetzt macht sie wieder zweimal. Alter, wie fies. Jetzt bin ich voll unsicher. Oh, oje. Dann wünsche ich dir gute Besserung, ne? Ja. Und danke fürs Zuschauen. Mhm, ist recht. Mach's gut und gute Besserung, wie gesagt. Und danke vielmals. Schönen Abend noch. Ja. Jawohl, der erste ist schon mal weg. So, aber ich glaube, ich werde wieder sterben. Ja, oje, Madonna. Vor allem, wenn er nochmal das zweimal macht.
Dann gehen mir die Lichter aus. Wahrscheinlich. Komm her, du Saufig. Bam, bam, bam. Hurra! Endlich hin, du Mistviech. Haha, ja, juhu. Da muss ich gerade mal Freudensprünglein machen. Ach, du Heilige. Es ist spannender, als ich eigentlich wollte. Ich bin unschuldig diesbezüglich. Ja. So. Dann sind es jetzt nur noch zwei, ne? Eigentlich. So. Lalalala. Lalalala. Hallo. Du Kackviech. Aber darin ist finster, ne? Scheißviech. Kackviech. Ich glaube, da kriegst du nicht mit, dass ich da bin. Oh, aua. Ja, jetzt war ich zu riskant. Entschuldigung. Au! Sag mal, spinnt's ihr? Kennt ihr nicht... Alter. Ja, das war natürlich ganz schlau. Alter, Alter. Puh, das war jetzt nur Glück. Ich habe keine Ahnung, wo ich hintatsch. Ich will nur zurück zu meinem Sicherheitsplatzl. Safe Point. Boah, ey. Naja, hör auf zum Stechen, du Kackviech. So, kommst du her, wo die ganzen Leichen sind? Ja, ja, ja. Gott sei Dank habe ich das Schild, alter Schwede. So. Ja. Sticht sie mich zweimal. Ja. Blödes Mistviech. Das habe ich mit zweimal gerechnet, das tut sie es nicht. Mehr. Stich. Ja. Jawohl. Und die eine natürlich. Die hat ihre Chance gewittert. Es ist aber auch schwer da, echt wahr. Boah, bin ich froh, wenn ich die erste Rüstung krieg, echt wahr. Aber ich bin schon stolz auf mich selbst, dass ich mal aufs Speichern denke. Ja, das ist ja schon mal was. Also nochmal. Da ist aber auch verdammt finster hier drin, ne? Vielleicht kann ich diese Drecksviecher ja auch mit Licht besser anlocken. Hallo? Hallo? Ah, wenigstens eine. Da liegt hier jemand. Komm, komm. Jetzt kommt's nicht, die feige Nudel. So, aber jetzt. Nichts wie rückwärts. Boom, boom. Drei, zweimal gestochen. Jawohl. Nochmal. So, da lang. Jetzt wird schon klappen. Stich, Stich, Stich. Stich, 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 Stich. 20 Mal stechen. Jawohl. So, aber bald hast du ausgestochen. Ich werde dich nämlich gleich ausstechen. Muha. Komm her. Komm, Stich. Hallo? Ja. Stichst du jetzt? Nö, die ist einfach nur bescheuert. Stichst du jetzt? Hä? Die hat, glaube ich, einen Bug. Stich, Stich. Jawohl. Ja. Jawohl, die eine schon mal hin. Komm her. Trau dich, du Mistviech. Grausliches Ungeziefer. Ja. Yeah. Komm her. Komm, Stich. Jetzt bist du fällig. Yeah. Supi. Endlich, nach 20.000 Versuchen, hat's hingehauen. Hingehauen hat's, yeah. Und es wackelt schon wieder alles, vor lauter Freude. Bebt die Erde gleich mit. So. Entspannung. Wir haben hier einen Pilz. Kann ich eigentlich schon Erz schürfen? Erz schürfen verstehe ich nicht. Nein, das muss ich auch erst lernen. Stimmt, genau, da war ja was. Ich nehme wieder unsere tolle Fackel. Da fackel ich nicht lange rum. Und werde den Nautilus hier ein bisschen... Ah, das ist ein Kopf. Also ein Totenkopf. Hoppla. Was war hier? Nix. Entschuldigung. Ich dachte, da wäre was. Dabei war das nur ein Totenkopf. Ein toter Kopf war das. So, komm her. Da! Bam! Du auch. Hiya! Du sowieso. Ja. Na, wo ist denn hin? Da müsste noch eine dritte sein.
Da hinten. Hui! Ja. Aha, der hat sich hier quasi eingenistet und ist dann von dieser Horde Scheißmotten da, ja, Drogan, ne? Ist halt von dieser Horde Motten hier überrascht worden und natürlich gestorben, das geht gar nicht anders. Er hat eine Sichel bei sich, zählt als Schwert, interessant. Wegen ihrer gebogenen Form für den Kampf eher ungeeignet. Klingenschaden 10, benötigte Stärke 6 von 10. Und ist immerhin 10 Goldmünzen wert. Schwache magische Heilung. Schriftrolle. Heilt den Zaubernden und alle Kampfgefährten um 50 Lebenspunkte. Mhm. Benötigt das Mana 10 und 40 Hammer. Ja. Bruchstück eines Schwertes. Nummer 2. Ohne Schmied ist es fast nichts wert. Perfekt. Und eine Liste. Verdächtig. Aha. Samt Gold verschollen. Eine Spitzhacke. Eine Hacke von der Spitz. Und eine schöne Truhe. Mal schauen, was wir da drinnen haben. Ein Haufen Gold. Witz erzählen. Schriftrolle. Ein guter Lacher lässt einen so manche Schandtat vergessen. Okay, das ist quasi... In Gothic war es der Vergessenszauber. Okay. Goldbrocken kann man verkaufen oder Schmuckstücke daraus schmieden. Das behalten wir uns auf. Wer weiß, vielleicht kann es der Schmied brauchen. Bernstein. Gefragt bei Goldschmieden. Man kann Amulette daraus herstellen. Geh mit folgenden Zutaten zur Goldschmiede. Bernstein, Goldbrocken. Okay, und benötigte Schmieden 3. Wir haben nichts von dem bis jetzt. Also bis auf den Bernstein halt, ne? Und diesen einen Erzbrocken. Wir brauchen aber 10, was ich so jetzt gesehen habe. Mhm. Na prima. Dann würde ich noch meinen... Ich meine, es ist ein Blödsinn, was ich jetzt vorhab. Also nicht das Speichern, sondern wo ich... Warte, dahin. Wo ich jetzt da nachschauen möchte, also hingehen möchte. Ich nehme auch die Fackel mit. Da unten, wie gesagt, haust ein fieses Monstrum. Und dieses fiese Monstrum, kann man es von hier aus sehen? Ich glaube, oder? Doch nicht? Ich bilde mir ein, da haust ein fieses Monstrum. Zumindest, wie gesagt, ich bilde es mir ein. Ich speichere das hier mal. Hanna, bitte? Ja. Ich setze das mal fort. Ich lasse mich jetzt umbringen, auch wenn es sein muss. Könnte es sich auch um einen falschen Alarm handeln? Jupp, war ein falscher Alarm. Das sind nur ganz normale Stachelraunzen. Und denen sind wir eh her der Lage. Also. War da hinten jetzt gerade was? Nein. Also, komm her, du Raunz. Moment, wo geht's denn da raus? Aha. Komm her, Ratte. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, ne? Kommt eine oder zwei? Zwei. Bam, 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 wuha, wuha, waha, waha, wuha, 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 wuha. Komm her, du Ratte. Ja, ja, und jetzt du wieder. Au! Jawohl, fast besiegt. Komm nur. Drei sind's. Das ist natürlich viel. Drei sind viel. Komm nur. Wäre gut, wenn ihr schon mal eine abnippeln könnt. Ja, ja, ich nippel gleich ab. Eine ist weg. Wo? Daneben. Puh. Die zweite ist hin. Voll spannend gerade. Komm her, Viech. Na komm. Wo ist der Gegner? Na komm her. Yeah. Supi. Ich glaube, für die Gute haben wir dann genug Fleisch. Oh. Da gönne ich mir glatt ein Tränkelein. Ah. Welch Wohltat. Und auch gleich ein Speicherlein.
Sehr schön. Passt, perfekt. So, la la la. So, la la la. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir mit 11 Uhr eigentlich aufhören sollen. Oder ob wir noch weitermachen sollen. Aber ich denke... Verstehe ich nichts. Ach so. Schlösser knacken verstehe ich nicht. Scheiße, da muss ich Schlösser knacken können. Ja, hoffentlich muss ich da nochmal hin. Weil da habe ich jetzt leider vorgegriffen. Ich denke, wir waren dann eh schon brav mit 3 Stündchen und so. Und vielleicht möchtet ihr noch jemand anderen zuschauen. Das sind Wölfe. Keine Ahnung, ob das jetzt gescheit ist, was ich da mache. Warte. Ja. Gott sei Dank hat es auch automatisch gespeichert. Ich fürchte, wenn mich auch alle 3 angreifen. Bist du ein guter? Bist ein großer Wolf, ne? Ja. Natürlich gehen mich alle an. Zumindest 2. Au. Du gehst den falschen an. Ich will den vorderen haben. Ja, ja, die sind ganz schön stark. Mal schauen, ob das was wird. Puh, halt, raus. Lass mich nicht im Stich. So. Ich hab gewusst, dass er 3-mal macht. Puh, hast du das gesehen? Du miese kleine Wolfs. Sau. Wie der Haken schlägt. Passt, der erste schon mal hin. Boah, wenn ich das überlebe, ich sag's dir. Dann gehe ich einen Heiltrank trinken. Puh. Na, du miese Sau. Wolf natürlich. Komm her. Nur 2-mal, okay. Fast ist er hin. So. Du oder ich? Ja, ich. Ja. Na, Hab doch gewusst, dass ich es schaffe. Alter Schalter. So, noch ein Heiltränkchen. Und da vorne ist noch ein Wölfchen. Den können wir dann auch gleich mitnehmen, wenn wir schon so weit sind. So. Ist das hier nicht auch so ein... Da gab es ja Moos, glaube ich, auch, ne, zum Sammeln. Da sind noch 2. Oder gar 3 Wölfe. Ach, ich lasse das lieber sein. Da unten ist eine Wildsau. Ich gehe wieder heim, ist gescheiter. Ich gehe wieder heim in mein in unser Banditenlager. Ist, glaube ich, gesünder momentan. 1, 2 Wölfe, ja. Gehen wir heim. Die können wir später auch noch machen. Die laufen uns zum Glück nicht weg. So. Und wo geht's hier noch lang? Ah, da geht's rauf, ne? Da drüben waren wir jetzt schon, ne? Genau, da war die Truhe. Die können wir nicht öffnen. Passt, ich habe nichts vergessen. Das ist immer so eine Sache bei mir, ne? Puh. Ich sag euch was. Na. So. Und da müsst ihr jetzt raufgehen. Ich hoffe halt, dass ich wieder rauf darf. Hier. Oder auch nicht. Das wäre ziemlich blöd, wenn ich da nicht mehr raufkomme. Ich habe mir aber eingebildet, ich kann da rauf. Arschkopf, geh rauf da. Oder gab es hier nicht doch einen Weg? Warte mal. Gab es hier vielleicht doch einen Weg rauf? Ich bilde mir ein, ich konnte da ganz normal raufklettern wieder. Das ist jetzt wieder mal ganz super, ist das? So richtig super. Ich konnte doch da raufklettern, ich bin mir recht sicher. Irgendwie ist man da wieder raufgekommen. So ein Dreck. Aber er klettert nicht. Nicht um die Bohne klettert er. Der Gauner. Das ist halt echt nicht schön.
Muss ich da jetzt echt den ganzen Weg rundherum laufen? Dann muss ich an den Wölfchen vorbei. Es hilft nichts. Das ist jetzt echt blöd. Ich habe mir eingebildet, da gab es einen Weg rauf. Ja. Na super. Komm her, Hundi. Oh Gott. Au, dreimal. War klar. Ja, da auch dreimal. So, ungefähr hier wird es hoffentlich passen. Ja. 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 Komm her. Zweimal nur. Okay. Puh. Und wieder voll getroffen. Na komm her. Dreimal. Wieder dreimal. Jawohl, gleich ist er hin. Jetzt bringt mich der andere um, ne? Fick dich, du blöder Wolf. Echt, ist ja wahr. Scheißlich. Fliegt man da einmal irgendwo runter, ne? Und denkt sich, klar, das sind tolle Viecher, ne? Und dann kommst du nicht mehr weg. Aber irgendwie ging es doch rauf wieder, ich weiß es doch. Aber es war buggy. Das weiß ich auch noch. Es war verdammt buggy. Ich sollte auch noch was essen, merke ich gerade. Ich bin da ziemlich angeschlagen. Aber ich habe fast nichts mehr zum Essen, außer Grünblätter. Ja, ess mal da ein paar. So. Ein paar Pilze kann man ja auch essen. Es ist wieder Käse. Käsesahne. So, jetzt aber. So, nochmal speichern. Ja, und jetzt aber. Komm her, du Scheißköter. Echt. Hallo? Mistviech? Ja, komm daher. Eins, zwei. Eins, zwei. Na, kommt's daher. Ich zieh's ein bisschen zurück. Eins, zwei, drei. Ja, war klar. Dreier-Kombi. Na komm her. Und. Eins, zwei, nur zwei. Okay, dann schlage ich mal zurück. Eins. Komm her. Der steckt schon mal. Eins, zwei. Jawohl. Eins, zwei, drei. Bäm. Upala. Aua. Wieso visierst du den hinteren an? Bist du bekloppt? Komm her, Scheißviech. Jawohl. Na komm. Eins. Okay, nur einmal. Puh, das könnte mir jetzt das Leben kosten. Ja. Ja. Jawohl. Ja, sicher. Und dann hinten. Ja. Puh. Schau dir das an. Wieso visiert er immer den hinteren an? Der hintere interessiert uns nicht, du Depp. Erstmal hin. Ja. Puh. Immer dieses Hakenschlagen, ne? So. Komm her, wie ein Hase. Puh, saufig. Ja. Komm da. Puh, alter Schwede. Da fängst du zum Schwitzen an. Jawohl, hin ist die Sau. Ja, also der Wolf. So. Schön gemacht. Und habe ich jetzt gesperrt? Machen wir so. Halleluja, Maracuja. So, also dann nochmal unser schönes Schwammerl da ernten. Da hinten war nichts dabei. Hier haben wir noch ein Dingenskraut. Was ist da? Nix, das schaut nur so aus, wie wenn es eine Rübe oder so wäre. Ist es aber nicht. Nein, ist nicht. Aber hoffentlich muss ich nicht noch gegen eine Sau oder so kämpfen. Aber ich weiß, wo ich da rauskomme. Und das ist nicht so toll. Und darunter, wenn ich stürze, bin ich hin wahrscheinlich zu... Oder? 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 Ich könnte verrecken. Das wäre ja eh nicht das erste Mal heute.
Rutsch runter. Ah, da packt er sich fest. Na gut. Laden. Das mag er nicht. Alles klar. Ja, ist wieder logisch, ne? So. Ach, Gottchen. Da müssen wir ihm den Weg lang. Hilft nichts. Dann gehen wir schön brav den Weg entlang, was aber nicht so toll ist, weil wir dann, glaube ich, einem Schweinchen begegnen. Und das würde mich auch nicht sonderlich freuen, ehrlich gesagt. Aber was soll man machen? Wenn ich so nicht mehr raufkomme, dann halt eben über Umwege. Bist du eine Pflanze? Also eine Pflanze schon, aber was zum Abernten? Nein, nicht wirklich. Aber hier können wir runter, dann haben wir hier hübsches Kraut, haben wir noch. Da haben wir Pilz. Theoretisch können wir die Motten dafür klatschen. Wenn wir schon mal da sind. Ich glaube, das werden wir auch tun. Aber nicht. Nicht mit meinem Leben. Ich nehme nochmal einen kleinen Trank. Ich hoffe, das passt dann so. So. Und dann natürlich nochmal speichern. So. Jupp. Und fortsetzen. Und jetzt. Halt, da ist noch eine Pflanze. So, aber jetzt. Jetzt muss ich leider Gottes einen ganz schönen Umweg gehen. Alter, wie lange noch? Krallenfalter, das ist wieder was anderes. Puh, hoffentlich können wir die... Ja, das gehen tut schon mal. Na komm, Stich. Bäm. Au. Buh, die machen Schaden. Okay, das sollte ich definitiv noch nicht machen. Ja, gut. Laden. Die machen wir später. Ist schon bestätigt. Dann laufe ich jetzt einfach nur zurück ins Banditenlager und dann machen wir dort weiter. Herr Jemine. So, also außen rundherum. Nach bester Möglichkeit nichts pullen. Würdest du das bitte aufheben? Danke. So, da haben wir auch noch ein paar Kräuter. Die nehme ich noch schnell mit. Und dann nichts wie weg. So. Nichts wie weg. Schön darüber. Da ist kein Kraut. Nein. Da drüben könnten noch ein paar Viecher sein. Ja, da haben wir schon einen Wolf. Es ist unfassbar. Komm her. Du Viech. Ich hoffe, das ist nur einer. Au, au. Boom. Hungriger Wolf sogar. Das heißt, du bist ein leichterer. Also, leichterer Gegner. Sehr schön. Her mit dem Fell. Muhaha. Gut, dann gehen wir da rauf wieder. Da dürften, glaube ich, noch ein paar Scavengers sein. Oder Stachelraunzen. Irgendwo. Oder waren die jetzt weit... Ah, die dürften auch weiter unten sein. Das könnte auch sein. So. Lallilallila. Ah ja, da sind wir wieder. Bei dem Kerl hier. Mhm. Sehr gut. Können wir hier noch ein bisschen was aus dem Wasserdings saufen. So, ja. Viel bringt es wahrscheinlich nicht. Doch, ist gar nicht so schlimm. Also gar nicht so wenig. Können wir uns ein bisschen voll saufen. Der arme Kerl muss eh schon durstig sein. Nach der verstaubten Mine und so. So ist fein. Das hast du fein gemacht. Und weiter geht's. Daram, daram, dam. Da haben wir noch eine Stachelratte. Ja, komm. Au, au, au. Ja. Au, 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 au. Jawohl, die eine ist schon mal hin. Oh. Oh, du Schwein. Also, eigentlich Ratte, aber in dem Fall ist es ein Schwein. Weil sie mich übel dran gekriegt hat. Und da hinten sind tatsächlich Schweine. Also, da gehen wir mal nicht hin. Aber den Scavenger hier, den nehmen wir noch mit. Ja. Alter, ich wollte... Alter. Ja. Ja. Jawohl, der hat es auch überstanden. Super, her mit deiner Keule. Hm, lecker Keule. Da oben sind Wölfchen. Ich hoffe mal, dass es hungrige sind. Weil die sind leichter zu besiegen, was irgendwie total lustig ist, ne?
Eigentlich ist ein... Nein, das ist ein normaler Wolf. Ein normaler, stinkender Wolf. Ein ganz normaler, stinkender Wolf. Ja, der stinkt. Und zwar nicht gerade wenig. Hui, hui. Ja, und mein Schwert ist natürlich so scharf und so stark wie keine Ahnung was. Hui. Puh. Ich hätte es nicht machen sollen, ich Depp. Vor allem, da es zwei sind. Woher soll ich denn wissen, dass es jetzt ein normaler Wolf ist? Wenn schon mal einer weg wäre. Verstehst? Ja, sicher. Jetzt teilen sie sich wieder auf, ne? Dass mich der eine schön von hinten erwischen kann, ne? Die kleine Drecksau. Ja. Ja, und natürlich hat er mich... Echt, ich weiche den nochmal aus. So. Dreckschwein. Von einem Wolf. Echt. So, muss ich mal kurz auf das Uhrlik lupschen. Bald ist der... bald ist vorbei für heute. Ich weiche die kurz aus und gehe noch schnell ins Lager zurück, dass wir uns dort in sichere Umgebungen befinden. So, dann müssen wir da runter. Und dann machen wir Schluss für heute. Dann machen wir schlicht und weg Schluss aus für heute. So. Ja. Lass uns mal handeln. Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir ein paar wunderschöne Wolfsfelle verkaufe? Puh, okay. Alle sind 20 Gold wert. Die Zanderler kann er auch eigentlich haben. Und die Flügel theoretisch auch. Die Nautilus Schalen kann er eigentlich auch haben. Und den Staub theoretisch auch. Mhm. Als Gegenleistung möchte ich gerne haben den Kiefermeißel. Handel bitte, den Rest in Gold. Danke. Wow, und wir haben immer noch fast 100 übrig, ne? Super. Super ist das. Ich danke dir, mein lieber Kerl. Yeah. Gut. Wir haben dann bald einige Quests zum Abgeben. Ich bleib trotzdem hier stehen. Bis nächsten Samstag bleibe ich einfach hier stehen. Sauf aber noch schnell ein bisschen Wasser, weil sonst muss der arme Kerl hier da gar zu sehr durchleiden. Und ich würde sagen, was ist das jetzt eigentlich von der Zeit her? Waren das jetzt wirklich 1,5 Stunden? Mit der Pause weggerechnet? Weil die Pause war eine Viertelstunde, ne? Ich hasse es, wie die Zeit vergeht. So, einmal noch trinken. Dann kommt der locker wie die Runden bis nächsten Samstag. Jo. Ich glaube, es ist ein paar Minuten weniger, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Hier ist ein gutes Plätzchen, wo wir quasi dann bis nächsten Samstag warten können. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, für alles drum und dran, fürs Erleiden und Erdulden. Und wir sind ja ein ganz schönes Stück vorangekommen, finde ich. Für das, dass wir von vorn begonnen haben, bis hier und jetzt. Wir können dann auch einige Quests schon abgeben nächstes Mal. Aber zuvor werden wir den Kerl da helfen. Mit so einem Würmchen werden wir doch fertig werden. Und wie gesagt, vielen lieben Dank und bis nächsten Samstag. Tschüssi!